Branche-versteckte Funktionen. Teil 1: Farben und Farbleiste. Die Videoserie in 7 Teilen zeigt versteckte Funktionen in Branche und wie diese angewandt werden unter Version 5.2. Grundlage dieser Videoserie ist das Vortragsvideo von Armin Legrand unter. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Branche. Wir rufen die Farbleiste bzw. Farbpalette auf. Wir öffnen die Farbleiste, indem wir im Hauptmenü Ansicht Symbolleisten Farbleiste auswählen. Die Farbleiste wird im unteren Bereich des Dokumentfensters in einem Rechteck angezeigt. Das Rechteck mit der Farbleiste hat eine darüberliegende Linie mit einem Pfeil nach unten Symbol. Damit kann die Farbleiste aus- und eingeblendet werden. Fährt man mit dem Mauszeiger über diese Linie, so erscheint ein Doppelpfeil. Mit gehaltener linker Maustaste kann diese Linie nach oben oder unten verschoben werden. Wir stellen die Farbpalette ein. Bei häufigen Arbeiten mit den Farben empfiehlt es sich, die Farbleiste im inneren grauen Bereich mit der linken Maustaste zu fassen und nach oben zu ziehen, sodass die Farbleiste, die nun die Bezeichnung Farbpalette hat, schwebt. Die Farbpalette kann am unteren Rand größer gezogen werden. Wir platzieren die Farbpalette oben, neben dem Dokument. Damit ist nun eine schnelle Farbauswahl möglich. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter.